wunderschöne Grüße von der Route 224. Ich grüße euch alle. In diesem Video geht es darum, wie entwickelt man Sneeble zu Sneebuna. Das ist zum Glück eine relativ leichte Sache. Denn Sneeble braucht nur ein Item, um sich zu entwickeln, und zwar Schafklaue. Wo ihr dies jetzt findet, das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Es dauert auch nicht lange. Eins bekommt ihr sowieso auf dem Weg, während ihr auf dem Weg zur Pokémon-Liga seid. Und das andere findet ihr hier auf der Route 224, wo ich mich gerade befinde. Wo hier Kollege Ich Sprint den ganzen Tag rumläuft. Braucht ihr einfach nur mal kurz Surfer einzusetzen. Und surft ihr einmal nur kurz runter. Zip, 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 zip. Und hier links, tada, hier befindet sich nämlich eine Schafklaue. Die andere Schafklaue befindet sich halt in der Siegelstraße, da in dem Raum, beziehungsweise ja in einem Raum ist es ja, wo man so oft Surfer einsetzen muss, wo man erst surft, runterspielt, surfen, Kaskade einsetzen und so weiter. Da, relativ am Ende vom Raum, da bekommt ihr nämlich auch nochmal ein Item oder das Item Schafklaue. Und ansonsten gibt es noch die Variante, falls ihr das schon aufgebraucht haben solltet, für irgendwas anderes oder es anderweitig benutzt, verkauft habt oder so, könnt ihr es immer noch im Kampfareal für GP-Punkte eintauschen, im linken GP-Laden. Da könnt ihr dann nochmal kurz einmal, weil ich glaube 5 GP kostet es jetzt nur, deswegen geht es nämlich eigentlich, sage ich mal, ne? Aber ich sage auch immer wieder gerne, jeder, der jetzt schon mal da gekämpft hat, habe ich bisher auch nur einmal gemacht. Es ist echt elendig und dauert mega lange. Jetzt einmal kurz dazu, wo findet man Sneeble überhaupt? Es ist eigentlich relativ, oder taucht sehr häufig auf. Und zwar findet man es nämlich auf der Route 216 und 17. Wir gucken einmal kurz nebenbei, jetzt muss ich selber mal kurz lügen. 10, 14, 13... 22, wir haben es gleich. 12, ist immer noch 12, 9, 10, bestimmt hier nach oben irgendwie. 16, genau, und 17, genau, hier oben auf dem Weg nach Blitzach. Da findet ihr tatsächlich Sneeble. Ansonsten auch noch im Blitzach-Tempel, ne, wie man hier oben auf dem Bildschirm sieht, über Blitzach, da der Blitzach-Tempel. Aber da auch gibt es gewisse Voraussetzungen, um da reinzukommen, von daher, das lassen wir mal kurz weg. Dann beim See der Stärke. Am Stärkeufer selber, das ist nämlich auch hier oben dann gleich, ne, links, also quasi eigentlich direkt im Anschluss der Route 217, ist dann auch noch das Stärkeufer, beziehungsweise der See der Stärke. Und ansonsten gibt es wie immer die Möglichkeit, einmal kurz, zack, ab in den Untergrund. Und da würdet ihr Sneeble auch noch in den Eisgegenden der Meinung war's. Ja, so viel dazu, wo ihr Sneeble findet, wo ihr das Item Schafklaue findet, damit es sich tatsächlich entwickeln kann. Und was ist jetzt die Voraussetzung, wenn euer Pokémon Schafklaue angelegt hat, wie mein Sneeble hier jetzt? Es ist sehr, sehr einfach. Es muss Nacht sein, also nachts so wie jetzt. Und das und Sneeble muss das Item Schafklaue tragen und dann einfach nur ein Level aufstellen. Ich demonstriere einmal kurz an den Kollegen hier. Einmal kurz gegen den kämpfen. Ich mache jetzt hier kurz mal einen Cut, weil das wird bestimmt. Das dauert sonst zu lange. Von daher werdet ihr es nach dem Kampf dann sehen, wenn ich fertig bin. So, da haben wir endlich unser Level abgeschafft. Der Trainer hat jetzt einen Glibunke und einen Machomai. Also nicht allzu schwer. Jetzt ist mein Sneeble endlich Level ab. Ah, der Christoph ist besiegt. Und jetzt, alle Voraussetzungen erfüllt. Sneeble trägt das Item Schafklaue. Es ist Nacht, es ist Level aufgestiegen. Und nanu! Mal wieder eine Überraschung, dass ich ein Pokémon entwickeln will. Uhu. Ja, und so kommt ihr nämlich dann zu, oder an euer Sneebuna. Es ist, finde ich, eine mit der leichtesten Entwicklung überhaupt hinzukriegen, die halt mit Items oder Level-Ups, oder mit Items und oder an Uhrzeiten gebunden ist. So, ist mit einer der leichtesten halt. Und ich muss ehrlich gestehen, war jetzt eigentlich relativ entspannt, weil ich habe meins, glaube ich, auch aus den Untergrundhöhlen, mein Sneebuna, oder habe ich das, ah, Grüße gehen raus an René, vielen lieben Dank, dass du es mir geschickt hast, und auf Route 217 hat das tatsächlich gefangen. Ja, das war das Video, wie kriegt man Sneebuna. Lasst gerne wieder ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat,
Vergesst das Abo nicht, damit ihr meine ganzen anderen Videos, die ich noch hochladen werde, nicht verpasst. Und ich würde mal sagen, bis dahin.